Moin Leute, die Poa Anua. Anua steht für einjährig, ein einjähriges Rispengras. Von mir im Video Poa Anus genannt. Anus, warum? Anus steht für vor dem, naja, lassen wir das. Die Poa Anua, ein Flachwurzler. Wie gesagt, einjähriges Rispengras. Helle grüne Farbe, breitet sich stark im Mai, Juni aus, beginnt mit der Blüte bereits im Februar, Ende Februar. Massive Blütenansätze sind da, breitet sich im Mai sehr, sehr stark aus bis in den Juni herein und Ende August ist die Triebkraft der Poa Anua vorbei. Das bedeutet, eigentlich müssen wir unser Wasserverhalten umstellen. Flachwurzler wurzelt nur einen Meter tief. In diesem Video zeige ich, was ich anfangs alles für verrückte Sachen getan habe, um gegen diese Poa Anua gegen anzukämpfen. Das ist ein bisschen länger geworden, das Video, und es wird ein Zweiteiler. Der zweite Teil, der folgt in Kürze. Nicht wundern, im Video sage ich ewig Poa Anus. Habe ich kurz erklärt, warum. Aber ich will euch jetzt mal zeigen, das Video habe ich gedreht im Jahr 2019. Wir haben jetzt das Jahr 2020 und ich zeige euch mal hier an meinem Rasen, was draus geworden ist. Flachwurzler liebt Wasser. Hier seht ihr das Resultat, nachdem ich ein Jahr lang gekämpft habe. Und ich bin froh, ich habe ganz wenig Poa Anua nur noch da drin. Und guckt euch das Video an. Viel Spaß beim Gucken. Wow, sieht mein Rasen gut aus, könnte man meinen. Aber was ist da hinten los? Ich habe mir leider die Poa Anus eingefangen. Das ist scheiße. Das ist ein Wispengras, was auch früher den RSM geprüften Grassorten mit beigepackt worden ist, um die positiven Eigenschaften zu nutzen. Positive Eigenschaft ist, es breitet sich sehr schnell aus. Okay, es wurzelt nur 1 Zentimeter tief. Aber hast du es erstmal im Rasen, dann hast du deinen Spaß. An dieser Stelle habe ich mir den Vertikutierer auf Knien mit einem kleinen Handgriff alles hochgehoben, gezupft, gezupft, gezupft. Kaum war ich durch, war ich der Meinung, ich kann schon wieder anfangen. Morgen möchte ich den Rest machen. Ich glaube aber, das Ganze wird nichts bringen. Ich glaube, am Ende werde ich zum September hin den ganzen Rasen platt machen müssen, um die Poa Anus auszumerzen. Das Blöde ist nur, Vögel und anderes Gefieder treiben die Samen über die gesamte Anlage. Das heißt, ich müsste nicht nur hier, sondern eigentlich diese Seite, die andere Seite und einmal komplett platt machen. Das ist es mir aber wieder nicht wert. Schauen wir uns doch mal die Poa von Dichten an. Wenn ich jetzt hier reingehe, ziehe ich das Stück raus. Wie gesagt, es wurzelt nicht tief. Es ist einfach rauszuziehen, aber wenn ein Rasen, so wie hier, ich hoffe, man erkennt jetzt gleich die ganzen Strunken, voll davon ist, dann hast du eine Menge Spaß am Zupfen. Scheiße, sage ich euch. Okay. Mein erstes Ziel ist, diese Fläche habe ich hier vorgearbeitet. Einige Stücke sehen dabei verdammt fies aus. Ein bisschen Rasen ist auch noch zu erkennen, ja. Das heißt, ich habe hier alles hart beackert, das mache ich auf dieser Seite morgen auch. Dann sehe ich nach, aber deutlich mehr als nach Herstellerangaben, in der Hoffnung, dass das Stärkere siegt. Und ich hoffe, dass die neue Rasensaat, die muss ich dann pflegen, hegen, pflegen, hegen, dass diese dann stärker sein wird und die Poa Anus aus meinem Rasen vertreibt. Oder so, dass ich immer nur regelmäßig diese blöden Strunken zupfen muss. Hab aber auch echt keinen Bock, auf den Knien hier rumzulaufen. Das habe ich da hinten, nur für dieses Stückchen da. Da war ich fast eine Stunde dabei. Dankeschön.
Also, ich mache morgen hier weiter. Ich halte das Ganze fest, gucke dann, wie sich der Rasen entwickelt. Ja, und wenn ich Pech habe, endet der Film damit, dass ich zum September hin, jetzt ist übrigens der 12. April, dass ich zum September hin den ganzen Rasen platt machen werde und mein schönes Stückchen hier komplett neu sehen werde. Ich sage euch, das ist voll frustrierend. Jetzt wollte ich gerade die Kamera reinbringen und da, wo ich war, wo ich gesagt habe, hier habe ich eine Stunde gebraucht, du siehst immer wieder welche zupfen. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass die neue Saat sie hochtreibt, hochbringt und dass ich dadurch ein wenig Herr werde. Definitiv werde ich das jetzt nicht machen, weil wenn ich jetzt nachsehe, jetzt haben wir April, lass mal so einen Sommer kommen wie letztes Jahr, nee, dann gucke ich, muss ich permanent gießen, wässern, das werde ich wenn dann erst im September machen. Anderthalb Stunden habe ich jetzt gezupft mit dem Vertikutierer. Da habe ich einen Handgriff drauf gemacht, habe ich das hochgeholt und dann habe ich gezupft. Bis zu dieser Grenze hier. Da habe ich nichts gemacht, weil da, wo ich gezupft habe, ist immer noch genug drin. Man könnte meinen, ich habe es nur noch. Okay, Rasen ist auch noch dazwischen, aber man erkennt ja, wenn ich dichter dran gehe, diese dicken Strunken, die müssen raus. Jetzt nochmal rübergehen und zupfen? Nee, das mache ich nicht. Es ist keine tiefwurzelnde Grasart. Und deswegen denke ich mir, in der Trockenperiode wird der eher vertrocknen als der andere. Also werde ich jetzt beigehen und meinen Rasenmäher umbauen. Ich habe die vordere Walze, die liegt hier, schon mal abgebaut. Und jetzt nehme ich die klein, das heißt, es wird der Rasen nicht mehr runtergedrückt und schneide die Geschichte tief ab. Nicht ganz tief, das soll ja noch nach ein bisschen was aussehen. So wird er den Rasen schön flach abschneiden. Logisch, jetzt unbedingt auffangen, nichts liegen lassen. Bevor ich jetzt mähe, werde ich noch einmal mit dem Vertikutierer, mit den vielen Zacken, ich nenne das immer die Rückseite des Vertikutierers, durch den Rasen durchgehen, um nochmal möglichst viel nach oben zu holen. Und das Ganze mache ich jetzt gründlich. Dann werde ich mal mit den Swordman rüberlaufen. Will ich euch mal zeigen. Nur die kleine Ecke, obwohl der gestern gemäht wurde, hat noch mal so viel rausgebracht. Jetzt mähe ich einmal längs und einmal quer. Schön, die Sonne kommt. Habe ich wenigstens ein bisschen Grund, mich zu freuen. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Jetzt kommt der ganze Rasen dran. Einmal längs und einmal quer. Dann werde ich mal ein schönes Vorher-Nachher-Bild entstehen lassen. So, das ist das Nachher-Bild.
Habe mich aber jetzt entschlossen, weil ich immer noch so viel da drin finde, mir den Belüfter vorne auf dem Swordman raufzuspannen. Der ist jetzt noch im Keller. Spindel raus, Belüfter rein, nochmal hochholen und nochmal abschneiden. Wer wird den Kampf gewinnen? Ich glaube letztendlich nicht ich. Aber ich muss es wenigstens versuchen. So, jetzt werde ich brutal. Logisch, Fangkorb rauf und dann geht es hier rauf und runter. Fast fertig geworden. So ist eben der April. Jetzt fängt es auch noch leicht an zu hageln. Ist also keine Rasensaat, die da auf dem Rasen liegt. Wäre ja auch crazy, wenn das so vom Himmel fällt. Taktikwechsel. Die Erkenntnisse kamen eben erst nach der Arbeit, nach dem, was ich da gestern angestellt habe. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wie werde ich her in dieser Geschichte? Ich kann gar nicht her werden, weil sie blüht verdammt früh. Sie treibt am meisten im Mai bis Juni aus, dann verteilt sie sich artig und es ebbt im August ab. So, das heißt, ich habe sie drin, die Blüte hat schon gestreut, es liegt noch da, weil die kleinen Dinger, die kriegst du nicht hoch. Und wollte ich alles platt machen, müsste ich einmal durch die Nachbarschaft gehen und fragen, darf ich sie auch platt machen, damit mir die Vögel die Poanos nicht wieder zurückbringen. Wird nicht funktionieren. Neue Strategie, ich habe einen tiefwurzelnden Rasen jetzt gepflanzt. Warum? Ganz einfach, die Poanos, die geht nur 1 Zentimeter tief. Ich werde aber mich so bei 15 bis 20 Zentimeter Tiefe aufhalten. Das schaffe ich nicht gleich sofort, weil der Rasen muss erstmal angehen. Aber das Ziel wird sein, die Poanos wird kommen. Ich muss auf das Wetter warten und ich muss auf trockene Phasen hoffen. Und dann gehe ich bei und lasse die Poanos vertrocknen. Dann ist sie nicht für immer weg. Weil wie gesagt, die Samen liegen schon da und die warten auf die nächste Saison. Doch dann werde ich im September das gleiche machen wie jetzt. Dann werde ich noch einmal vertikutieren. Nicht vertikutieren, sage ich immer. Ich meine eigentlich, letztendlich gehe ich mit dem Belüfter rüber, raue den Boden an und dann werde ich im September noch einmal den Tiefwurzler nachsehen. Das wird gute Ergebnisse zeigen. Anfang September kommt dann die neue Rasensaat raus. Schwupps, sie kann angehen, sie kann sich die ersten Wurzeln bilden und wir haben auch noch mal bis in den Dezember hinein Wachstum. Das heißt, sie kann sich richtig festigen. So, dann geht das los mit dem Frühjahr. Im Frühjahr bloß nicht vertikutieren. Immer den Rasenschnitt aufsammeln, nichts liegen lassen. So, und dann wird das Wurzelwerk tiefer, tiefer, tiefer. Und dann lasst die Poa wiederkommen und ich werde wieder versuchen, alles, was da ist, vertrocknen zu lassen. Vielleicht werde ich so dieser Sache her. Ganz raus werde ich sie dann auch nie bekommen. Aber vielleicht beschränken sich dann meine Aktivitäten. Guckt euch das doofe Zeug an. Immer mal auf so ein bisschen, wenn ich diese Strunken sehe, dass ich dann beigehe. Und vielleicht immer nur noch ein paar von diesen Dingern rauszupfe. Im Übrigen, unschuldig bin ich nicht. Ganz einfach, warum nicht? Ich pflege meinen Rasen. Ja? Ich habe logischerweise auch im Sommer Angst, dass er austrocknet. Ich wässere meinen Rasen. Weil er ziemlich schnell braun geworden ist, weil ich von der Poa nichts wusste, habe ich mir gesagt, du wässerst zu wenig. Und ich habe den Intervall auf alle 2 Tage gemacht. Nee, lieber jetzt, wo du die Poa erkannt hast, seltener wässern, aber dann richtig. Ja? Dann hau gleich nach einer Woche 8 bis 10 Liter auf den Quadratmeter rauf und die Poa wird es nicht schaffen. Die Wurzeln kommen nicht tief genug, um an das Wasser heranzukommen. Aber deine andere Rasensaat, die hat Chancen. Es wird zwar hässliche braune Stellen geben, mit denen muss ich denn leben, aber die werde ich ja dann, wie gesagt, im September nachsehen. Und jetzt warte ich auf Wärme. Der alte Rasen wird kommen, der wird sich durchsetzen, die Rasensaat wird aufgehen und Poanos wird mich weiterhin beglücken.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Und das kann dann daraus werden. Das macht dann auch immer wieder Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer New Wonder.